Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Ele, 2:2 hier zu Hause gegen Essen, trotz drückender Überlegenheit, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir waren ganz klar überlegen, haben ein super Spiel gemacht, richtig bissig in den Zweikämpfen, haben gefightet bis zum Ende. Am Ende schlagen wir uns wieder selbst und machen die Tore nicht, das müssen wir uns in den letzten Wochen ein bisschen ankreiden, aber ansonsten eine super Leistung gezeigt heute. Ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben uns wie in der Vergangenheit öfter einfach nicht belohnt für viel Aufwand, für viele Torschancen. Kriegen wieder aus zwei Halbchancen gefühlt, zwei Gegentore, wo relativ viel wieder gegen uns läuft. Aber sonst insgesamt muss man wirklich sagen, haben wir heute vieles besser gemacht als noch gegen Aue. Haben auch gezeigt, dass wir kämpfen und beißen können. Das hat sehr, sehr gut geklappt heute. Ja, im Endeffekt hat es ein bisschen wieder an der Chancenwertung gehapert. Zimme, Glückwunsch zum Doppelpack. Es hätte wahrscheinlich am Ende noch mehr sein können. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, war mal wieder ein Nackenschlag, so früh in Rückstand zu geraten aus dem Nichts. Aber ich glaube, im Gegensatz zu den letzten Spielen haben wir uns immer wieder zurückgekämpft. Zweimal nach dem Rückstand zurückgekommen. Das haben wir schon mal besser gemacht als die letzten Spiele. Und ja, ich glaube, wir haben heute ein riesiges Spiel gemacht, eine wahnsinnige Energie auf den Platz gebracht. Und es ist sehr ärgerlich, dass wir da nicht 3 Punkte holen konnten zum Schluss. Du hast es schon gesagt, es waren am Ende 18:0 Ecken, zahlreiche Torschüsse, die ihr mehr hattet. Ist es dann eine gefühlte Niederlage? Ja, schon. Vor allen Dingen dann nochmal die Unterkante der Latte getroffen zum Schluss, wo du eigentlich sagst, okay, in so einem Spiel wie heute, wo du dich so zurückkämpfst, wäre das natürlich der Lucky Punch nochmal gewesen hinten raus, den wir uns auch sicherlich verdient hätten. Aber ja, es sollte einfach nicht sein und jetzt heißt es so weitermachen. Ich glaube, wir haben jetzt im Vergleich zu letzte Woche einen riesen Schritt nach vorne gemacht und jetzt heißt es halt, die Leistung zu bestätigen und nächste Woche im Derby in Halle daran anzuknüpfen. Ja, jetzt gerade so direkt nach Abpfiff tut schon besonders weh oder ähnlich weh wie eine Niederlage, aber man muss einfach das Positive rausziehen. Ich glaube, heute war sehr, sehr viel positiv, gerade im Vergleich zur letzten Woche. Und ich glaube einfach, das haben wir in der Vergangenheit ja schon öfter gesagt, wenn wir so spielen und so eine Leistung hier aufs Parkett legen, dann werden wir auch wieder unsere Punkte holen, beziehungsweise dann werden wir auch wieder 3 Punkte holen. Schön, dich wieder auf dem Platz zu sehen. Wie hast du es erlebt, jetzt wieder in der Startelf zu stehen? Sehr intensiv. Oh, also ich bin mausetot, aber ich denke, das ist gut so. Wir haben alle viel investiert. Ich denke, so muss es sein. Aber es ist natürlich schön, wieder hier vor der Kulisse zurück zu sein. Du hast es gerade gesagt, 30.000 hier am Samstag im Stadion. Wie war das für euch? Ja, super intensiv. Die haben uns gepusht bis zum Ende. Ist natürlich schade, dass wir die Fans am Ende nicht mit einem Sieg belohnen konnten, uns nicht mit einem Sieg belohnen konnten. Aber das wird in den nächsten Wochen besser. Ja, war eine Wahnsinnsenergie von den Rängen. Ich glaube, wir haben auf dem Platz auch alles dafür gegeben, dass wir die Fans mitnehmen. Das war auch so ein bisschen unser Anspruch, dass wir die Fans mitnehmen. Und ich glaube, dann ist es für jeden Gegner schwer, hier zu bestehen. Und ja, wir haben zwar jetzt nur unentschieden gespielt, aber ich glaube, es hat die Fans haben ein gutes Spiel gesehen und wir haben wirklich alles reingehauen heute. Unfassbar. Du merkst es auch gerade, wir kriegen das frühe Gegentor wieder. Das ist scheißegal. Die Jungs und Mädels sind da, die feuern uns an, die pushen uns. Das macht es ein bisschen leichter, damit umzugehen und du kannst direkt wieder vorne angreifen. Ist egal, wie es läuft. Jetzt auch mal in einer bisschen schwächeren Phase. Die Leute kommen hierher, das Stadion ist fast ausverkauft. Das pusht uns, das trägt uns. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil das nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass wir gemeinsam wieder erfolgreich sein werden in der nächsten Zeit. Danke dir.